Kunst hat Sergio Vitalino als Rahmenthema für diese Ausstellung hier in der Städtischen Galerie gewählt. Man muss sich fragen, ob ein solches Thema in unserer Zeit nicht ein wenig anachronistisch, vielleicht sogar überholt anmutet, wo sich der Mensch gerade anschickt, mit der Landung von Spektrometern auf Kometen und einem Teilchenbeschleuniger, dem Large Hadron Collider, die letzten Geheimnisse unseres Daseins zu entschlüsseln, um jene Frage endgültig beantworten zu können, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie sie in Goethes Faust gestellt wird. Wirkt ein solches Thema nicht deshalb auch paradox, weil sich die Kunst der Gegenwart oft selbst zu sehr durchschaubar macht, wenn sie sich als ein Instrument, wie der Soziologe Helmut Wilke feststellt, dazu benutzen lässt, dass sie in der Gesellschaft, und ich zitiere ihn, Differenzen streut wie Samenkörner, um Diversität zu ernten, oder einfacher ausgedrückt, wenn sie sich zum Beispiel als Schubkarre vor Interessen und Ideologien, vor allem ja, im politischen Bereich, anbietet und sich dienstbar macht. Wo unterscheidet sie sich da oft noch vom heutigen Modejournalismus unserer Zeit, wenn sie sich lediglich am Geschmack der Masse orientiert? Und das geschieht allzu oft. Allzu oft fragen auch die Besucher einer Ausstellung den Künstler, was er denn mit seinem Werk zum Ausdruck bringen will, beziehungsweise erreichen will, und zielen nicht selten nur auf einen Nutzwert ab, den sie sich von der Antwort erhoffen. Sie vergessen dabei, dass ein echtes Kunstwerk nicht nur ein von der Ratio, von der Vernunft gesteuertes, berechenbares Produkt dasteht, sondern zumindest gleichermaßen Ausdruck seelischer Gestimmtheit ist und deshalb eine wesensgemäße Rezeption nicht nur vom den Verstand beansprucht, sondern bei einem ernsthaften Betrachter vor allem auch eine emotionale Ebene berührt. Wenn ihr es, und ich werde heute den Goethe noch öfters zitieren, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt, heißt es in Faust 1, so antwortet Goethes Faust dem Famulus Wagner, der in der Kunst lediglich ein profitables Museum angesammelten und anwendbaren Wissens sieht, mit dem man sich in der Öffentlichkeit profilieren kann, mit dem man Ansehen erwerben kann, und der eben nicht begreift, dass er auch in hohem Maße Ausdruck von Innerlichkeit, ein bei sich daheim sein ist, also a priori etwas Geheimes darstellt. Es ist schon aufschlussreich, dass gerade ein bedeutender Physiker, ein Geisteswissenschaftler wie Albert Einstein einmal konstatierte, ich darf ihn zitieren, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst, und wenn Kunst jetzt vor Wissenschaft, von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen. Die Innenwelt des Menschen und vornehmlich die Innenwelt des Künstlers birgt also Geheimnisse, die den Menschen bei der Begegnung mit dessen Kunstwerken als verschlüsselte Botschaften und Chiffren zur Hinterfragung, zur Reflexion und zur Kommunikation einladen. Kunst ist von ihrem Ursprung her eben auch Geheimnis. Und es bleibt ungreifbar, betrachten Sie die Skulptur hier an der Wand Nummer 37, die im Grunde eigentlich dieses Geheimnis recht gut zum Ausdruck bringt. Martin Luther hat dieses Substantiv als erster in seiner Bibelübersetzung gebraucht. Es leitet sich von dem Adjektiv geheim her, was ursprünglich so viel bedeutete wie zum Haus, zum Heim gehörig.
später dann Vertrautes zum Ausdruck brachte, im Gegensatz zu Öffentlichem. Der Reformator hat damit das altgriechische Mysterium, das einst kultisch-religiöse Feiern bezeichnete, ins Deutsche übersetzt. Und ihnen, diesen religiösen Feiern, diesen Kultfeiern, verdankt die Kunst ja auch ihren Ursprung. Für einige der programmatischen Skulpturen dieser Ausstellung lieferte denn auch ein mysteriöser, kultisch-religiöser Ritus den künstlerischen Impuls. So führt uns 26 Inka, das ist die Skulptur darunter, in das Reich der Legende, weil sie auf die Herkunft jener südamerikanischen urbanen Kultur verweist, wonach der Sonnengott seinen Sohn Inti in die Welt geschickt hat. Und bei jener, die sich Moloch nennt, das ist die Überlieferung der griechischen Historiker Diodor und Plutarch, soll dies vor allem auch in der phönizischen Kolonie Kartago in Nordafrika eben geschehen sein. Eine menschliche Figur aus Erz, die einen Ochsenkopf besaß und innen hohl war, sodass man in ihr ein Feuer entfachen konnte, legte man kleine Kinder als Opfer in die glühenden Arme. Und damit die Schreie bei ihren qualvollen Sterben nicht zu hören waren, erzeugten Priester mit Pauken und Trompeten einen Höllenlärm, wobei sie um die Götzenstatue herum Tänze aufführten. Ab dem 17. Jahrhundert wird der Begriff in der europäischen Gelehrtensprache im Sinne einer alles verschlingenden Macht gebraucht, und heute verbindet man mit Moloch vorweg eine zivilisatorische Erscheinung, nämlich das alles verschlingende Ungeheuer unbegrenzter Stadtlandschaften, sogenannter Megalopolen, Stadtmenschen. Es ist das Bild 8, das auf der 13. des mittleren Rose, wenn ich es beschreibe, sieht es jeder. Stadtmenschen nennt sich ein Bild, in dem übermächtige Betonblöcke den Menschen zu anonymen, namenlosen Wesen machen, die nur mehr zu oberflächlicher Begegnung fähig sind. Die Farbe Grau symbolisiert hier sicherlich das Wesen des Unscheinbaren, nicht durchschaubaren, eben des Gespenstischen und des Mysteriösen. Soweit können wir mit der Interpretation dieser Kunstwerke gehen. Was ich gesagt habe, ist überprüfbar. Das aber, was zusätzlich durch die registrierten Erscheinungsformen auf emotionaler Ebene beim Betrachter ausgelöst wird, darüber zu sprechen, ist sehr schwierig, weil es allzu verschieden sein kann und oft auch die Leistungsfähigkeit unserer Sprache übersteigt. Es bleibt eben Geheimnis. Wenden wir uns einem zweiten Emblem dieser Präsentation von Sergio Digitalino zu, einer Skulptur, die sich kapitalistischer Größenwahn nennt. Sie steht hier vor dem Fenster, das ist dieser große Kopf. Ja. Auch hier kann man sich über die Etymologie des Titels dem Kunstwerk nähern. Das aus dem Lateinischen caput, der Kopf, oder ja, das Haupt, gebildete Adjektiv capitalis, zum Kopf, zum Haupt gehörig oder auch das Leben betreffend, weil damals angenommen hat, das Leben, der Ausgang des Lebens liegt allein im Kopf. Wurde ab dem 16. Jahrhundert als italienisches Lehnwort Capitale, das damals bereits die Bedeutung Vermögen angenommen hatte, in Deutschland als Sammel- bzw. Oberbegriff für Gut, für Geld, für Summe, für Besitz und so weiter eingeführt. Der Bedeutungswandel lässt sich damit erklären, dass die Römer von unten nach oben addierten und die Summe eben das Oberste, das Höchste, also den Kopf bildete. Aus diesem Kapitale leitete man den Kapitalisten und das dazugehörende Eigenschaftswort kapitalistisch ab. Es handelt sich dabei um jene, die ihrem Vermögen nach ganz oben standen. Wobei so ab 1800, Zeitalter der Industrialisierung, eben bei uns die Unternehmer und Eigentümer von Produktionsanlagen gemeint waren.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts taucht dann der Kapitalismus eben als Wirtschaftsform auf. Betrachten wir die Skulptur von Sergio Tintagliano genauer. Eine Person, die von kapitalistischen Größenwahn gezeichnet ist, hält sich aufgrund ihres Geldes und Vermögens, und das ist diesem Gesicht zu entnehmen, Vermögen ist der einzige Lebensinhalt, für unverhältnismäßig wichtig. Es ist eine grenzenlose Selbstüberschätzung zu erkennen und ein verminderter Realitätssinn, der bereits fast krankhafte Züge angenommen hat. Ein vermaschelter Draht, umschlossener Kopf, der wie ein Kriegshelm wirkt, weist auf die Egozentrik dieser Person hin. Lediglich die Nase wird durch dieses Geflecht gerade noch die lebensnotwendige Atemluft holen können, und der Mund hat allenfalls die Möglichkeit, um eigene Machtansprüche kundzutun. Eine echte Kommunikation mit dem Mitmenschen ist nicht mehr möglich, zumal auch ein Metallband den Kopf wie eine Fessel umschließt, den Augen keinen freien Blick gewährt und so Blindheit verursacht. Aber es ist nicht nur die Blindheit der Augen gemeint, die die Welt nicht mehr wahrnehmen, sondern in noch höherem Maße die Blindheit des krankhaften Geistes. Martialische Wesenszüge der Herrsch- und Raffsucht verrät dieses Gesicht. Die schwarze Farbe verstärkt den Eindruck einer bedrohlichen Macht, lässt aber die Motive für ihr Handeln weitgehend im Dunkeln. Im Betrachter löst diese Skulptur Gedanken, Empfindungen, Gefühle aus, die zwar in eine Richtung gehen, aber abhängig vom individuellen und vom zeitlichen Kontext, vom sozialen Kontext natürlich auch, sehr verschieden sein können. Ich nenne nur Stichwörter. Der eine sagt Bankenkrise, verbindet Bankenkrise damit. Der andere Ansprüche des Managements in Großunternehmen und Konzernen, Transfer und Einkommen in bestimmten Profisportarten meinetwegen, Verdrängungswettbewerb, radikale Spaltung der Gesellschaft in Reiche und Arme und so weiter. All das sind Möglichkeiten der Interpretation, die der Einzelne, wenn er diese Figur letztlich hier betrachtet, denken oder, wie ich sage, damit verbinden kann. Wenden wir uns ab von der düsteren Welt der Zeitgeschichte und hin zu den außerordentlich farbintensiven, lichtdurchfluteten, leuchtenden Bildern in Acryl mit ihrem geheimnisvollen Zauber. Sie strahlen eine ursprüngliche Kraft, Dynamik und vor allem auch Optimismus aus, selbst wenn sie häufig auch scheinbar wertlose Dinge enthalten, wie in dem mit Fragmente oder Naturerbe gehören, um, wie Goethe es ausdrückt, in die Farb- und gestaltlose Welt des graulichen Nordens zu ziehen, wo der trübe Himmel sich schwer auf den Scheitel senkt und im Süden doch der Glanz des helleren Äthers die Stirne umleuchtet und Phöbus der Gott Formen und Farben hervorruft, wie es in seiner 7. römischen Elegie heißt. Sergio Tintagliano's Kunst ist keine Kunst der Fixierung eines Zustandes unserer Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie versteht sich nicht als ein dokumentarischer Beleg geschichtlicher Sachverhalte, und Statik ist ihr schon zweimal fremd. Sie ist vielmehr Ausdruck eines dynamischen Prozesses, Ausdruck der steten Veränderung, Ausdruck des unaufhörlichen Werdens und Vergehens unseres Daseins, Ausdruck von Erinnerung und Vision, die unabdingbar zum Wesen des Menschen gehören. Seine Kunst weist den Betrachter darauf hin, dass sich unser irdisches Dasein als ein Sterben und zu neuem Leben erwachen abspielt und der Mensch unablässig auf der Suche danach ist, was hinter diesem Prozess steckt, was sein eigentliches Geheimnis ist. Und als Künstler sucht Sergio Tintagliano immer neue Wege,
das sehen wir an den verschiedenen Materialien und so weiter, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Die Techniken weisen darauf hin, die Genres weisen darauf hin, die er im Rahmen der bildenden Kunst hier eben souverän, doch souverän beherrscht. Und es weisen vor allen Dingen auch seine Themen darauf hin. Wohin? Auf dem Weg, auf der Suche, im Flug, der Reisende, Haltung mit offenen Fragen, Bacho. Ja, auch ein Kuss kann sehr wohl Geheimnisse bergen. Wasser und Erde können wir auch nachweisen. Ne? Wasser und Erde, wohin ist die Frage und so weiter und so weiter. Geheimnis nennt sich eine Drahtskulptur, gleich hier in der ersten Reihe, die lediglich die durchschaubare Hülle eines menschlichen Körpers vor Augen führt. Eine innere Leere ist zu registrieren. Wie lässt sie sich erklären? Was steckt hinter ihr? Ist der Mensch nicht für sich selbst ein Geheimnis? Fehlt es ihm an der Fähigkeit, sich selbst zu begreifen und damit auch an Mitteln und Möglichkeiten, sich gänzlich mitzuteilen? Die Wissenschaft hat bislang keine befriedigende Antwort darauf gefunden. Und auch der Künstler kann mit seinem Werk allenfalls eine Ahnung vermitteln. Er ist nicht imstande, all das auszudrücken, was in ihm verborgen ist. Er macht bei seinem künstlerischen Schaffen stets die Erfahrung, dass auch seine Sprache ihre Grenzen hat, um die Tiefe jenes Geheimnisses auszuloten, wie es, und ich zitiere Goethe zum letzten Mal, in den Leiden des jungen Werthers im Brief vom 10. Mai zum Ausdruck kommt. Und da heißt es: Mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen wie die Gestalt einer Geliebten, dann sehne ich mich oft und denke: Ach, könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt? Dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes. Mein Freund, aber ich gehe darüber zugrunde. Ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen. Dies scheint mir die Situation des Künstlers bei seinem Schaffen sehr anschaulich wiederzugeben und zumindest ein wenig das Thema dieser Ausstellung zu begründen. Eben darin, so glaube ich, liegt auch das eigentliche Geheimnis der Kunst. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, den Besuchern dieser Ausstellung, dass Sie bei der Begegnung mit den Kunstwerken allein die Suche nach diesem Geheimnis zu einem anregenden und aufregenden Erlebnis für Sie wird. Und dem Künstler, dem Sergio, wünsche ich, dass ich von deinen Werken möglichst viele eben zu dieser Suche verführen lassen. Dankeschön.